Haben wir es derzeit mit einer Blase an den Aktienmärkten zu tun? Ich glaube, man kann das kaum bestreiten. Und wir wollen uns anschauen, warum es eine Blase ist in diesem Video. Aber wir wollen uns auch mal anschauen, was sind eigentlich die Risiken für diese Blase, die eben an den Aktienmärkten derzeit der Fall ist. Also starten wir in medias res, nachdem ich Ihnen einen wunderschönen guten Morgen wünsche, meine Damen und Herren. Aber schauen wir doch mal rein in die Chose, was ist da der Fall? Wir hatten zuletzt ja diese massiven Anstiege, aber jetzt ist so ein bisschen finito mit diesen Anstiegen. Die Märkte konsolidieren so ein bisschen seitwärts. Morgen der große Verfall, das wird eine wichtige Geschichte. Was wird da passieren? Das ist ziemlich unklar. Jedenfalls sehen wir, dass die Aktienmärkte im Prinzip so teuer sind wie seit der Dotcom-Blase nicht mehr. Wir haben jetzt einen Kurs-Gewinn-Verhältnisse von 25 und wir hatten 26,5 beim S&P 500 auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Also die Aktienmärkte teuer, gar keine Frage. China macht's möglich, there is no alternative, vor allem nachdem die Fed ja praktisch all in gegangen ist. Und wir haben eben auch die Situation, dass wir derzeit so um und bei in den USA, und ich spreche von einer Blase in den USA, weniger beim DAX. Klar, beim DAX haben wir auch nicht gerade billige Bewertungen, aber es ist eben lange nicht so extrem wie in den USA. Und wir sehen diesen steilen Anstieg eben der Forward Price Earnings Situation beim S&P 500. Wir haben jetzt die Marktkapitalisierung der US-Börsen bei 150% des BIP, das ist auf historischem Hoch. Wir haben in Rezessionen normalerweise 50 bis 75%. Das heißt, wir sind jetzt mehr als doppelt so hoch derzeit. Und es kann ja eigentlich nicht bestritten werden, dass wir eine Rezession haben. Das würde nicht mal Larry Kudlow bestreiten wollen. Das ist also völlig klar. Dementsprechend ist die Frage, steht der Aktienmarkt auf soliden Füßen oder ist einfach die Wirtschaft sozusagen so brüchig, dass auch dann irgendwann diese Blase in sich zusammenfallen wird, zusammenfallen muss? Das ist eben das große Thema. Hier sehen wir, dass sich da manches schon entkoppelt hat. Hier sehen wir nämlich die Rendite der US-10-jährigen Anleihe minus der Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe. Und normalerweise läuft diese Differenz immer ziemlich gleich wie mit den Aktienmärkten nach oben in letzter Zeit, wie wir gesehen haben. Das aber hat sich jetzt geändert. Warum ändert sich das? Weil die Situation eben für die internationalen Anleger jetzt so ist, dass der Dollar mehr Risiko beinhaltet, weil die Amerikaner sich so schnell verschulden. Wir sehen also hier eine erste Entkoppelung wieder zwischen Aktienmärkten auf der einen Seite und Anleihemärkten auf der anderen Seite. Und die Anleihemärkte waren schon im Vorfeld der Corona-Krise deutlich realistischer, beziehungsweise als das Coronavirus in China auftauchte, da haben die Anleihenmärkte schon einiges eingepreist, während die Aktienmärkte weiter ihr Spiel gespielt haben und nicht gecheckt haben, was eigentlich los ist. Die Aktienmärkte haben die längste Leitung aller Märkte. Apropos Märkte, Jeremy Grantham, ein britischer Großinvestor, der in den USA Vermögensverwaltung auch betreibt mit über 100 Milliarden Dollar, gilt als Legende und er sagt, das ist die viertgrößte Blase, die er jetzt erlebt in seiner Karriere, die größte oder die drei vorherigen Blasen oder die vierte große Blase, wie er genauer sagt, die vorherigen Blasen waren 1989 die Situation in Japan am Immobilienmarkt. Wir hatten dann die Dotcom-Blase, wir hatten dann die Hausblase. Also das sind die Blasen, die sozusagen hier der Fall sind. Und wir hatten dann gestern auch die Aussagen des ehemaligen Fed-Gouverneurs Kevin Warsh, der gesagt hat, die Fed ist wahnsinnig aggressiv. Es wäre besser, dass sie mal in Richtung Main Street aggressiv ist, statt in Richtung Wall Street. Die Fed rettet ja faktisch die Wall Street und rettet aber nicht den Main Street Bürger in den USA. Ich werde gleich eine Grafik zeigen, die das wunderbar klar macht, wer da eigentlich davon profitiert und wer davon eben nicht profitiert. Sven Henrik, das sehen Sie an diesem Tweet hier unten, hat gesagt, das größte Risiko, das wir derzeit an den Märkten haben, ist, dass die Fed die Kontrolle über diese Blase verliert. Fed-Chef Powell wurde ja auch für diese Blase angesprochen und hat im Grunde diese Frage unbeantwortet gelassen, hat gesagt, ja, die Assetpreise sind sehr hoch, aber was ist die Alternative dazu? Denn da hängt eben auch der Wohlstand der Amerikaner dran. Dementsprechend ist das schwierig hier zum Platzen zu bringen oder kontrolliert Luft rauszulassen. Wir sehen hier eine Grafik von Octavio Costa.
Fettassets, jetzt über 7 Billionen Dollar und praktisch invertiert das, was die 90, die 50%, die unteren 50% der Einkommen in den USA halten. Wir sehen, das ist relativ kongruent. Wir sehen, dass also je stärker sich die Bilanz der Fed ausweitet, umso weniger haben die untere Hälfte der Amerikaner praktisch an Vermögen, während die obere Hälfte ständig zulegen kann an Vermögen. Wir sehen aber auch jetzt, dass die Bilanzsumme der Fed derzeit stagniert. Das ist ein Problem für die Märkte. Vielleicht ist es deswegen so, dass die Aktienmärkte jetzt eben stagnieren, weil die Fed letztendlich nicht mehr die Bilanzsumme erhöht. Das scheint die Gleichung zu sein, die wieder voll gültig ist. Erhöhung der Bilanzsumme der Fed, weiter steigende Aktienmärkte, Reduzierung der Bilanzsumme, Fallen der Aktienmärkte. Schauen wir uns mal an, was wir hier sehen. Das ist der Verlauf gestern. Wir hatten hier ja zunächst mal einen freundlichen Tag, aber dann die Aussagen des neuen Bolton-Buch. John Bolton, der ehemalige Sicherheitsberater von Donald Trump, der gefragt wurde, ja, der beziehungsweise dessen Buch bald erscheinen wird. Ich glaube, am 22. wird es offiziell rauskommen. Die New York Times und andere hatten schon Vorabdrucke. Und Bolton wirft Trump vor, hier unter anderem, dass sozusagen Trump im Prinzip sein persönliches Interesse über das Interesse des Landes stellen würde und dass er versucht, sozusagen mit diesem China-Deal seine Wiederwahl zu sichern, indem die Chinesen eben besonders seine Wahlklientel im landwirtschaftlichen Bereich stützen soll. Dann hatten wir doch die Unterschrift unter die Uiguren, Bill von Donald Trump. Das waren sozusagen die zwei Rücksetzer, die Hauptrücksetzer, die wir gesehen haben. Und heute Nacht dann wieder so ein bisschen harsche Rhetorik aus Nordkorea. Man hat jetzt wohl Truppen an die Grenze verlegt seitens der Nordkoreaner und hat hier mit weiteren Konsequenzen gedroht, mit Krieg gedroht im Grunde gegen Südkorea. Also das Ganze scheint hier so ein bisschen weiter zu eskalieren. Das hat die Märkte durchaus heute Nacht beeinflusst. Hier nochmal die Bolton-Geschichte. Das sollte eigentlich davor sein. Donald Trump hat sich dann wieder geäußert zu John Bolton. Wir sehen, es ist jetzt Wahlkampf im Prinzip. Da ist jetzt wirklich die heiße Phase. Und das ist für mich eines der großen Risiken, dass die Märkte irgendwann einpreisen müssen, dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass Donald Trump diese Wahl verliert. Das wäre schlecht für die Wall Street, weil dann die Unternehmenssteuerreform zurückgedreht werden würde, die ja praktisch den Unternehmen in den USA Geld in die Tasche gespült hat, auf Kosten der Staatsverschuldung. Trump beschimpft hier Bolton. Naja, der hat ja noch nie was getaugt. Im Prinzip belobt er die Leute immer total, wenn er sie reinholt in sein Team und wenn sie dann ausscheiden, und das sind ja nicht wenige, die ausgeschieden sind, dann waren die ganz schlecht. Man fragt sich nur, warum hat er sie dann ausgewählt? Dann hat er heute auch Nacht wieder gesagt, ja, wir sind ganz nah an einem Impfstoff. Der typische Bullshit, wie hier ein Kommentator von Forex Live kommentiert, utter rubbish as usual. Natürlich sind wir nicht nah an einem Impfstoff. So viel ist klar. Hier ein Interview von Fox heute Nacht von Donald Trump. Er versucht also damit, die Märkte zu stabilisieren, den Leuten Hoffnung zu machen. Diese Hoffnung ist wirklich nicht gerechtfertigt. Ich glaube, da kann man sagen, was man will. Jetzt ist es so, dass Trump ja seine Kampagne mit Live-Auftritten vor Menschenmengen starten will in Tulsa, Oklahoma. Und jetzt hat allerdings die Stadt Tulsa, etwa 400.000 Einwohner in Oklahoma, wie gesagt, liegend gesagt, bitte verschiebt das, weil wir haben Themen, insgesamt ja die Corona-Krise, Oklahoma ja im Süden der USA, die nördlich von Texas gelegen, die Corona-Krise in den USA ja sehr, sehr stark wieder im Süden vertreten. Wir sehen hier Zahlen aus Arizona, Kurve geht klar nach oben. Wir sehen hier zum Beispiel Kalifornien mit 3.455 Fällen gestern. Wir sehen Florida etwas weniger als vorgestern mit 2610, aber wir sehen, da sind absolute Spikes nach oben und wir sehen das auch bei den Google-Trends, was die Leute an Covid-Symptomen googeln. Das geht jetzt hier nach oben landesweit in den USA und es geht vor allem nach oben in Arizona und Texas. Hier mal zwei Google-Trends aus diesen Bundesstaaten. Also es sind die südlichen Bundesstaaten, die hier betroffen sind. Interessant ist, dass hier anfangs eigentlich die von US-Demokraten regierten Bundesstaaten in den USA betroffen waren. Jetzt sind es die republikanischen Staaten überwiegend. Also das ist hier sozusagen ein Treppenwitz in der Geschichte. Am Anfang natürlich eher die Ballungszentren von den Demokraten meistens regiert.
Während jetzt so diese Zonen im Süden der USA hier der Fall sind, jetzt kriege ich hier so eine Mitteilung, die ich gerne mal wieder wegditchen würde, aber sei es drum. Jedenfalls sehen wir hier in dieser Grafik die betroffenen Gebiete Arizona, Texas, Oregon, vor allem aber der Süden, während der Osten, der demokratisch regierte Osten, jetzt doch weitgehend aus dem Schneider ist. Was haben wir noch für Sie, meine Damen und Herren? Da gibt es interessante Entwicklungen, die ich nicht vorenthalten will. Wir haben, wenn ich jetzt in der Lage bin, das zu steuern, das bin ich. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, die Technik und Markus Fugmann. Wir sehen hier eine neue Studie aus Wuhan, die untersucht hat, wie Ärzte, die mit Wuhan, die mit Covid-Patienten wahnsinnig viel Kontakt hatten, klar als Ärzte, dass ob die Antikörper gebildet haben. Und man hat festgestellt, nur 4% dieser betroffenen Ärzte hatten Antikörper gebildet, sodass die Frage jetzt entsteht, gibt es überhaupt eine Immunität? Es wird sie wohl geben, aber wie lange dauert die? Viele sind gar nicht immun, nachdem sie lange in Kontakt waren mit Covid-Patienten. Andere sind nur sehr kurz immun. Das ist sozusagen das große Problem, das möglicherweise eben dieses Problem nicht so schnell erledigt ist. Wir haben neue Spannungen wieder zwischen den USA und der EU, um das Thema elegant zu wechseln. Digitalsteuer. Hier hat die USA die Gespräche abgebrochen. Die Europäer wollen ja auf Google und Konsorten eine Steuer erheben, weil die eben in Ländern Gewinne machen, aber in Steuerparadiesen diese Gewinne versteuern. Wir haben heute die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Philadelphia Fed Index. Rechts oben sehen Sie die Erstanträge, die waren zuletzt bei 1,5 Millionen, aber die Continuing Claims. Hier die untere rechte Grafik, aus meiner Sicht zumindest, die gehen nicht zurück, sind über 20 Millionen. Links sehen wir den Philadelphia Fed Index mit leichter Erholungstendenz. Jedenfalls sehen wir im Bereich der Hauspreise, um das letzte Thema hier nochmal anzureißen, dass wir wieder leicht steigende Hauspreise in Deutschland sehen, nachdem es im April zurückgegangen ist. Aber es gibt einen klaren Trend in Deutschland wie auch andernorts. Die Leute wollen raus aus der City, wie zum Beispiel in New York. Da boomt das grüne Umland. Das gilt auch für New Jersey. Das gilt für Deutschland genauso. Die Leute haben in der Corona-Krise die Erfahrung gemacht, im Lockdown die Erfahrung gemacht, wie mies das ist, wenn man in den eigenen vier Wänden festsitzt, kein Balkon hat, keinen Garten hat. Das ist sozusagen das, was die Stadt unattraktiver macht als Ballungsraum. Schon lange meine These, dass die Wachstumserwartungen für die Ballungsräume viel zu hoch sind, dass eher die Peripherie profitieren wird und dementsprechend auch die Preise in den Städten nicht weiter steigen, sondern die Preise eher steigen in den, naja, Speckgürteln dieser Städte. Schauen wir uns mal die Charts an, meine Damen und Herren, von Capital.com. Was wir hier sehen, das ist der DAX auf Stundenebene, 12.340 Punkte. Wir haben uns hier ein bisschen erholen können, ja gestern, heute Nacht, aber dann der Rücksetzer. Schauen wir uns mal den Dow Jones an, der heute Nacht schon im Bereich 25.760 Punkte unterwegs war. Jetzt sind wir deutlich drüber. Es geht also hier wieder mal erst einmal nach oben. Morgen der große Verfall. Das ist einer der Punkte, die sehr, sehr relevant sind jetzt schon für den derzeitigen Handel. Insgesamt großes Risiko nach meiner Auffassung, dass Donald Trump diese Wahl verlieren könnte, dass weiter diese Corona-Krise nicht beherrscht ist in den USA und dass die Unternehmen langsam an die Analysten melden, wie wirklich miserabel das zweite Quartal gelaufen ist. Das haben die Märkte ja überhaupt noch nicht eingepreist. Deswegen kann man ja sozusagen noch an dieser Haltung festhalten. Ist ja alles nicht so schlimm, nachdem die Unternehmen ja im letzten Quartal praktisch die Ausblicke verweigert haben. Schauen wir uns noch den S&P 500 an. Wo ist der? 3.117 Punkte. Es ist ein Seitwärtsmove hier mit der Unterstützung, die jetzt nochmal gehalten hat, so im Bereich 3080 beim S&P und oben eben diese Zone 3160 um und bei, die relevant ist. Was macht Gold? Wenig bewegt, 1725. Was macht der Euro-Dollar? 1,2554. Und wir haben Crude Oil bei $38,05. Das ist sozusagen die Situation. Wir haben eine intakte Blase, gar keine Frage. Jetzt sind wir so in einer Seitwärtsbewegung, volatilen Seitwärtsbewegung vor dem großen Verfall morgen. In der nächsten Woche sehe ich größere Risiken auf die Märkte zukommen.
mindestens bis Anfang Juli, ich wiederhole mich, da wird es schwierig für die Aktienmärkte bleiben, denn die Risiken sind da, aber nicht eingepreist. Und irgendwann wird man eben auch diese Einpreisung vornehmen müssen. Das zumindest ist meine These. Und ich wünsche jetzt erstmal das Allerbeste und sage Servus und ciao.